Die Zwangsarbeiter, die meisten, die ja vom Osten stammten, also aus Weißrussland bzw. der Ukraine, kannte man ja schon an ihren anderen Gesichtern. Sie waren meistens, sie haben unschwäbisch ausgesehen, aber weithin waren sie harmonisch und wir hatten auch ein gutes Verhältnis zu den Zwangsarbeitern. Bei der Gelegenheit will ich noch erwähnen, dass es oft vorgekommen ist, dass ein Arbeiter, der in der Nähe eines Zwangsarbeiters war oder gearbeitet hat, dem ein Stück Brot oder irgendetwas zugesteckt hat. Für viele war das selbstverständlich. Und damit war auch das gute kollegiale Verhältnis begründet. Aber was den Verdienst der Zwangsarbeiter betrifft, ich glaube, das war ungefähr so. Im Krieg konnte ja nicht viel angeboten werden. Es war ja Mangel in allem. Also viel Bekleidung konnten sie sich nicht kaufen, auch kaum keine Schuhe. Jedenfalls nach Ende des Kriegs kam sicher keiner der Zwangsarbeiter heim mit einer Mark, die er oben drauf verdient hatte. Da war alles weg. Aber ich wollte noch auf die Arbeiter im Allgemeinen oder im Speziellen Bezug nehmen. Ich war in einer Abteilung, in der Waffenteile geprüft wurden. Ich war 9 Jahre dort. Von 1934 bis 1943. Für den Laien ist es kaum glaublich, was für geschickte Handwerker in so einer Fabrik sind. Es gab Gewehrteile, die mangelhaft waren, also nicht den Toleranzen entsprachen. Und aus diesen mangelhaften Teilen haben dann diese alten, tüchtigen Handwerker, die haben Gewehre montiert, die mindestens so gut geschossen haben, als die vom Staat sehr geprüften, die, bei denen alle Toleranzen stimmten. Also es waren großartige Handwerker. Die Seebau, die Sanitätszellen. Seebau, dort habe ich gejagt. Steekt nog vier. Ja, het is kraftwerk staan, dat is kraftwerk. Kraftwerk. Maar daarhinder is door, waar die net die groene auto steekt. Ja, daar waren de spedemoeders. Die Seebau, Henk. En man ziet nog die tarnen uit die schmieden. Dat zijn damals weer met drie worden gespritst. Met groen en bruin, en dat ziet men nog immer. Dort vonden die betriebsappellen statt. Da war das aufgeschmückt mit riesen Hakenkreuzfahnen und dann kam so ein Parteibunse. Ich hab doch noch Begeisterung und glaube an die Zieg. Brahms Lager, ein Arbeiter aus Rotterdam, erlebt im Mai 1940 den Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf seine Heimatstadt und die Kapitulation der niederländischen Truppen.